Hallo, herzlich willkommen zu unserer vierten Kunstroute in der Wächtersbacher Altstadt. Wir haben hier Kunstwerke von 35 Künstlern und Künstlerinnen und von 20 Schülerinnen und Schülern von der Friedrich-August-Gentz-Schule ausgestellt. Die stehen alle in den Schaufenstern von den Altstadtgeschäften und Sie können bei einem Rundgang durch die Altstadt die Kunstwerke bewundern und selbstverständlich bei Interesse auch erwerben. Und mehr Informationen darüber gibt es auf unserer Facebook-Seite vom Altstadtförderverein Wächtersbach. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns zu unserer Finissage am Sonntag, den 22. August, hier in Wächtersbach besuchen würden. Die Finissage findet im Gartensaal am Schloss statt. Und da werden wir dann Kunstwerke von unseren Künstlern versteigern, die sie eigens für die Auktion erstellt haben. Und zwar aus dem türkisfarbigen Baumwollstoff, den wir im letzten Jahr für unsere Brunnenverhüllung verwendet haben. Daraus haben sie ganz fantastische Kunstwerke gezaubert, von Stofftaschen über Gemälde und also diverse Sachen, die sie gerne ersteigern können. Und der Erlös aus der Auktion, der soll dann Kindern zugutekommen. Und zwar soll er für die Anschaffung von Luftfilteranlagen für Kindergärten oder Schulen genommen werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.